Hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute will ich wieder Drift fahren, diesem Auto hier. Wie ihr seht, habe ich mir schon eine Strecke aufgebaut. Will jetzt mal den Race-Modus testen, wie es verhält, die verschiedenen Einstellungen. Bleibt dran, seid gespannt. So, jetzt bin ich hier zugeschaltet, hoffe, ihr könnt es alles erkennen. Und zwar muss ich jetzt auf Rennmodus einstellen. So gehe ich einfach hier drauf und schalte erstmal alles wieder an. Gehe hier auf Rennmodus und auf Arcade und auf Streckeneigenschaften normal. So, das war's eigentlich. Gehe wieder zurück auf Blaze, verbinde dann nochmal und starte das Ganze. So, jetzt einfach probieren, wie ich hier die Runden schaffe. Leichte Probleme mit dem Steuern. Und am ersten Gang hier. Ja, es ist alles nicht so einfach und ich habe ja echt ein bisschen Probleme, weil ich halt nicht so einer der Geschicktesten bin. Ich muss mal mit der Bremse arbeiten. So, was ich jetzt mal machen werde, ich werde mir mal umstellen hier auf zwar werde ich hier Gasen, hier Bremse machen und hier die Handbremse, vielleicht komme ich damit besser klar. Und ich bin voll übersteuert hier. Also ich verliere gegen alle. Okay, das war jetzt der Agrarmodus. So, schalten wir wieder um. Auf Profi. Pro. Gucken, was da jetzt passiert. Wird jetzt alles noch bestimmt härter. Kommen Sie auch nochmal erkennen. Da komme ich schon ein bisschen besser klar, ja? Gut, ich fahre nicht so schnell. Ich lenke jetzt stark ein.
Ding, ja. Eine Runde pro Modus. So, eine Runde noch. Winkel. Geht ja gar nicht. So, jetzt sind wir im Driftmodus. Jetzt machen wir nochmal glatte Straße hier, feuchte Straße. So, jetzt stellen wir nochmal auf Trocken ein und Drift und Pro. Guck mal, was da passiert. Ja, also ich habe jetzt echt gebraucht, es war wirklich nicht so einfach und in den Demo-Videos sieht es wirklich total einfach aus, wie ich das so lang heizen. Ich habe echt hier noch Probleme damit, das gescheit auf der Reihe zu kriegen, hier sauber eine Runde zu fahren. Aber es ist wirklich eine schwierige Geschichte und
eine Sache, wo man vielleicht länger dran Spaß hat, weil es eben nicht leicht klappt, wo man immer üben muss. Und das ist hier einfach bei den Driftwagen hier, ist es halt einfach so, man muss halt wirklich üben, nochmals üben und das Ganze gescheit auf der Reise kriegen. Und ich brauche einfach noch ein bisschen, um einfach sauber eine Runde zu fahren. Okay, ich hoffe, ich kann euch einen kleinen Einblick geben. Tschüss dann, bis dann.